Komm und erlobe einfach Single lernen. Du siehst, wir schauen heute wieder mal hinter die Kulissen, denn es geht um das Thema Kamera. Ich bekomme immer wieder die Frage, wie kann ich mit einer Kamera auf einer Bühnensituation umgehen? Und ich gebe dir heute 3 einfache Tipps, die dir helfen, mit diesem Thema in der Bühnensituation klarzukommen. Tipp Nummer 1, mach im Vorfeld keine große Sache draus. Das ist kein Problem oder eine große Schwierigkeit, sondern das ist was Positives, wenn an einem Event, wo du mit dabei bist, eine Produktion stattfindet mit Kameras. Ja, kennst du das, wenn du mit Leuten am Weg bist, die plötzlich aus was Positivem ein Riesenproblem machen, weil da geht man dann Gedankengänge durch und man stellt sich vor, wie ist das und jetzt muss ich mich ja plötzlich darauf einstellen, wie ich mich bewege und wie sehe ich denn aus und vergiss es, musst du gar nicht. Was du machen kannst, überleg dir, was du anziehst. Speziell, ob du eine Mütze trägst oder nicht. Das fällt mir immer wieder auf, denn je nachdem, vielleicht hast du dein Cappy sehr, sehr tief, dann kommt das Licht nur von oben und die Kamera ist in einer gewissen Position und dann sieht man auf der Leinwand oder im Stream nur deinen Mund, aber nicht deine Augen. Das wäre schade. Außer du möchtest das bewusst bewirken, dann kannst du das gerne so machen. Tipp Nummer 2, wenn du an der Location ankommst, wirst du bemerken, dass all diese Teams und Kameraleute gewisse Bereiche einer Bühne abdecken. Und dann lernst du den Typ oder die Dame kennen, die für dich zuständig ist. Und dann kannst du den gerne mal fragen, hey, ich mache das erste Mal, hast du mir einen Tipp, wie ich deine Arbeit und das Endprodukt unterstützen kann? Und als zweites würde ich auch mal abstecken, hey, wo bewegst du dich denn? Wie groß bewegst du dich denn? Nicht, dass er dir nicht nachkommt oder du in einen Bereich gehst, wo gar keine Kamera ist oder er dir womöglich zu nahe kommt. Und ich hatte das bei einem Event, dass der Kameramann so nah auf meinen Drum Riser gekommen ist, dass ich rechts ein großes Crashbecken hatte und das auf die 1 schön spielen sollte, aber man hat kein Tsch gehört, sondern nur ein Talk. Und ein paar Minuten später wieder nur Talk und ein drittes Mal. Und ich habe nicht den Kameramann getroffen, sondern habe jedes Mal der Kamera schön eins übergezogen. Das ist beim nächsten Mal nicht mehr passiert, weil ich ein bisschen abgecheckt habe, hier ist mein Bereich, näher bitte nicht kommen. Bang. Tipp Nummer 3, und das ist der allerwichtigste dieses Videos, ich habe einen Clip, oder besser gesagt 2 Clips vorbereitet, wo wir uns den Song vom Beginn des Videos ansehen, aber von einer anderen Perspektive, und zwar von dem Video-Material meiner Ego-Cam, die ich immer dabei habe. Und deine Aufgabe wird sein, mich zu beobachten, zu schauen, von wo kommt die Kamera und wie reagiere ich auf die Kamera. Und ich drücke da mal auf Play. Als erstes siehst du die Kamera bei dem Becken mit den Löchern. Dann machen wir da mal einen Cut. Genau, dann kommt die Kamera von links. Dann verschwindet die wieder und sollte von vorne kommen. Ja, genau. Dann geht sie wieder. Und von ganz hinten, wo das Publikum steht, sollte ein Kran mit einer Kamera noch kommen. Dauert noch ein bisschen. Jetzt kommt die Kamera rein. Okay, fällt dir irgendetwas auf? Richtig, gar nichts. Und das ist der wichtigste Tipp von heute. Ich beachte die Kameras keine Sekunde. Die sind mir total egal und ich bemerke die auch gar nicht. War das schon immer so? Nein. Das erste Mal, als ich mit Kameras zu tun hatte, war ich, glaube ich, 16 und ich war total überfordert. Und was passiert ist, jedes Mal, wenn die Kamera kam, war es ein... Dann war die Kamera weg, dann kam sie wieder. Ja, dieses Gefühl, wenn die Kamera kommt und die rote Lampe geht an und du weißt, du bist on air und dann drückt das hier oben einen Knopf und du bist plötzlich verändert. Und was ich auch gemacht habe, ich habe während dem Spielen und Singen immer geguckt, wo die Kamera ist und kommt jetzt zu mir oder noch nicht. Und
Der Fokus war immer auf die Kamera, anstatt, hey, du machst das, was du eh immer machst und die Kamera captured das einfach, die filmt das und that's it. Zusammengefasst, der erste Schritt war, mach kein Problem draus, es ist eine positive Sache. Überleg dir, ob du einen Hut anhast und wie du den anziehst. Schritt Nummer zwei, lern deinen Kameramann kennen und frag den womöglich, wenn du möchtest, nach einem Tipp und check doch mal genau ab, wo dein Umfeld ist, wie du dich bewegst und achte darauf, dass der Typ dir nicht zu nahe kommt und womöglich dein Spielen hindert. Punkt Nummer drei, beachte die Kamera nicht. Spiele, genieß den Moment, gib alles, aber die Kameras können dir ganz egal sein. Mein Name ist Andreas Häuser, ich bin Vogelcoach und wenn du es willst, bald auch deiner. Schnapp dir den Link in der Videobeschreibung zum Blog über diesen Event, wenn du mehr wissen möchtest und den Link zu deiner ersten Session for free, online via Skype oder hier vor Ort in meinem Studio in Wien. Abonniere meinen YouTube-Kanal, den Newsletter auf der Homepage und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, dein Andreas.